Am Vormittag des 22. November gab es beim Sonderfahrzeugbauer RKB Gamo ein Treffen der besonderen Art. An diesem Tag blickt das Unternehmen zurück auf 90 Jahre Firmengeschichte. Erstmalig, nach dem Neustart im Jahr 2017, empfing der Sonderfahrzeugbauer aus Döbeln 18 ehemalige Mitarbeiter, um miteinander auf eine Zeitreise in die Geschichte des Betriebes zu gehen. Dirk Hartmann stellte sein Führungsteam vor und erinnerte an die 90-jährige Firmengeschichte der RKB und daran, wie sich das Unternehmen mit einem neu aufgestellten Führungsteam und einer klaren Produktpalette für die Zukunft positioniert hat. Bei einem gemeinsamen Frühstück kamen der Geschäftsführer Dirk Hartmann und Patrick Taube, verantwortlich für das operative Geschäft, mit den ehemaligen Mitarbeitern ins Gespräch. Von denen der älteste Mitarbeiter 1952, damals im VEB Döbelner Karosseriewerk, angefangen hatte und ein anderer mit seiner Lehre 1954 begonnen und bis zur Rente hier gearbeitet hatte. Das Zusammentreffen mit den Veteranen und Zeitzeugen eröffnete neue Blickwinkel für alle Beteiligten. Als Repräsentanten des Unternehmens ist es uns wichtig zu zeigen, dass wir mit unserer Verantwortung für die Beschäftigten wie den Standort gebührend umgehen, so Patrick Taube, COO beim RKB. Und die Zeichen dafür stehen gut. Sowohl der boomende Onlinehandel als auch der Wechsel in die E-Mobilität versprechen auch künftig jede Menge Sonderfahrzeugbau made by RKB Gamo. Im April 2019 entstand mit dem Zusammenschluss der Unternehmen RKB und Gamo Deutschlands zweitgrößter Sonderfahrzeugbauer mit einem Jahresumsatz von 20 Millionen Euro und zusammen 150 Mitarbeitern, davon 75 in Döbeln. Firmengeschichte macht die Runde. Ein Veteran erzählt die Episode, wie wegen Materialengpässen bei Klaas die Seitenscheiben für Ersatzkarossen durch Hartfaserplatten ersetzt wurden. Im Döbelner Karosseriewerk gingen 1966 die ersten B1000 Kleintransporter in Serie. Mit der Gründung des Verkehrskombinates Leipzig im Januar 1970 firmierte das Werk in VEB Kraftfahrzeuginstandhaltung Döbeln um. Mit der Wiedervereinigung 1990 wurde RKB in eine GmbH umgewandelt. Mit einer anschließenden Werksbesichtigung schlugen sie gemeinsam die Brücke zwischen Vergangenheit und Gegenwart. Und dabei trafen die Veteranen in den Hallen noch den einen oder anderen Kollegen, mit denen sie früher zusammengearbeitet hatten.